Hallo und herzlich willkommen zurück zu De Patrizia 4. Schauen wir mal, Forderung, Geld brauchen wir nicht. Das ist jetzt eine neue Aufnahmesession, wo ich auch bloß zwei, drei Folgen aufnehmen werde. Der Grund, ich war zu blöd. Aber das werdet ihr dann noch sehen, wenn wir an den Punkt kommen. Ansonsten gibt es ja nichts Interessantes. Wir wollten aber hier den Piraten angreifen, der da irgendwo ist. Aber ich habe ganz vergessen, dass wir Matrosen brauchen. Und in Lübeck gibt es ja genug Matrosen. Das wollt ihr eigentlich nicht. Ihr wollt ja nach Lübeck rein. Und von hier aus dann ein paar Zusatzmatrosen anheuern. Ist zwar nicht gut für die Stadt, aber ist mir doch egal. Ist ja bloß unsere Heimatstadt. Da dürfen wir, was wir machen wollen. Ah, da ist der Paret wieder, der Lafitte. Ich will nicht verkaufen, ich möchte hier einfach bloß rein. Was gibt es hier für Aufgaben? Fälle benötigt? Nein. Und hier Piraterie? Nein, gibt es auch nicht. Okay, Matrosen gibt es ja keine. Wir sind nicht sonderlich beliebt in der Stadt. Aus welchem Grund auch immer. Aber hier können wir nochmal 10 anheuern, günstige Waren zu kaufen. Gibt es eigentlich nichts so Interessantes? Aushang. Erhöhung der Produktion. Ja, was denn? Also Wolle. Wolle. Wollen wir das machen? Nein. Doch. Wollen wir. Aushang, Erhöhung der Produktion bis zum 17.03. nehmen wir es an und fangen an, zwei Schaffarmen zu bauen. Die sind jetzt auch nicht so teuer und bringen im Grunde auch bloß Gewinn. Also können wir das ruhig machen. Das war jetzt etwas blöd platziert. Mehr als blöd platziert, aber okay. Das ist falsch. Wir haben sogar fast die kompletten Baumaterialien, die wir brauchen. Hier sind nochmal 3 Matrosen. So, ich verstehe noch nicht ganz, wie wir diese Piratennester ausplündern können. Mal schauen, greifst du uns an? Nein. Das ist schön, dass du uns nicht angreifst. Da ist er wohl schlauer als gedacht, der Pirat. Oh, das trifft sich gut. Bis zum 21.03. Das machen wir glatt. Ansonsten, Brautwerbung interessiert uns nicht. Fahren wir noch schnell nach Oslo. Schauen, ob es da noch ein paar Mannen gibt. Und werden dann auch schon versuchen. Das brauchen wir nicht. Gibt's nicht. Und sonst gibt's auch nichts. Auftrag abgeschlossen, welchen auch immer. Wahrscheinlich die Betriebe. Huch, Pirat aus Aalborg. So, aber bevor ich in den Kampf gehe, werde ich Folgendes machen, den Spielstand speichern. Weil die verlorene Folge, die habe ich damit beschäftigt, eine Stunde eine Seeschlacht zu machen und es hat gar nichts funktioniert. So, nicht auf automatisch, da klicke ich nie wieder drauf, sondern manuell. Huch, es hat gerade gelaggt. So, jetzt haben wir wenigstens ein paar Mannen an Bord. Womit unsere Kanonen hoffentlich etwas schneller aufgeladen werden. Die Frage ist bloß, schaffen wir es? Ja, komm, das schaut gut aus. Dann können wir zwei Schiffe gleichzeitig angreifen. Wir da lang. Und Feuer. Das andere müsste jetzt eigentlich auch gleich in Reichweite sein. Na? 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 Dann eben nicht. Auch gut. Das können wir gerade nicht angreifen. Aber die Kanonen sind eh gleich wieder aufgeladen. Die stoßen eh ein bisschen zusammen. Das ist mir bloß recht. So, dann
werde ich hier feuern. Versuchen nicht zu kollidieren mit meinen eigenen Schiffen. Ja, genau. Eine Drehung machen und danach die Dings wieder angreifen. Keine Ahnung, wie das Schiff nochmal heißt. Aber können theoretisch auch gleich das... Ha, wir haben sogar getroffen. So, der Kampf, das sieht wesentlich besser aus. So, hier muss ich jetzt wenden. Okay, bis jetzt sieht ganz gut aus. Wir haben relativ wenig Schaden erhalten. Eigentlich überhaupt keinen, wenn man es genau nimmt. Das Einzige, ich bin hier gerade nicht in Reichweite von irgendeinem Schiff. Ich spule immer so ein bisschen vor. Ich hoffe, das passt. So, theoretisch müsste ich jetzt gleich in Reichweite kommen von dem Schiff. Ergo. An die Kanonen! Laden! Sind geladen. Und ich habe übersteuert. Das tut mir leid. Zack. Dann müsstest du eigentlich fast versenkt sein. Ja. Passt. Die Frage ist jetzt bloß, welches Schiff greifen wir an? Das hier. Zack. Und jetzt werden wir hier das kleine Schifflein da oben zerstören. Sobald es in Reichweite ist und wir es auch treffen. Aber es schaut gut aus. Das Schiff ist weg. Die Kanonen sind auch gleich geladen. Und... Feuer! Das Blöde ist jetzt bloß, jetzt sind wir hinter ihm, also direkt in der Schussreichweite. Und er trifft uns volle Kanne an Steuerbord. Aber jetzt sind wir hinter ihm, jetzt kann theoretisch nicht mehr viel passieren. Außer, dass er dieselbe Taktik hat wie wir, nämlich umdrehen und dann mit der anderen Seite schießen. Das Problem ist bloß, wir sind so langsam, dass wir schneller aufladen, als dass wir drehen. Aber theoretisch sollten wir es bald geschafft haben. Obwohl das eine Schiff noch immer sehr viele Lebenspunkte hat, also das hier. Mal schauen, kann ich dich so irgendwie treffen? Bitte. Zack. Also so sonderlich viel Schaden haben wir nicht gemacht. Wir rammen das gleich. Das ist euch schon bewusst. So, die Kanonen sind auch gleich geladen, können gleich von hier aus schießen. Nämlich. Ach, scheiße. Nämlich jetzt. So, die Kogge müsste jetzt eigentlich auch gleich weg sein. Kann man mehr als 100% Segel setzen? Nein. Setzt 200% Segel. So, wann kann ich auf dich schießen? Jetzt. Okay. Das Schiff ist zerstört. Jetzt haben wir bloß noch eine einzige gegnerische Kogge und unsere zwei stoßen gleich zusammen.
Ich finde es schön, dass es keinen RAM-Schaden gibt. Aber da oben ist noch ein Schiff. Da ist ein rotes Schiff. Da auf der Karte, hier, genau da. Seht ihr das? Was heißt das? Bang. Oh. Gibt's vielleicht sogar einen RAM-Schaden? Okay, das einzige Problem jetzt ist er vor uns. Heißt, er kann auf uns schießen. Aber es schaut gut aus. So, ein bisschen vorspulen. So. Feuer. Und drehen. So, das letzte gegnerische Schiff von Lafitte ist jetzt auch gleich weg. Er hat sogar daneben geschossen. Wir sind ausgewichen. Wie ist denn das bloß möglich? Er kann ja nicht auf uns schießen. Doch, er kann. Weil er schlauer ist als wir. So, Feuer. Unser Flaggschiff ist relativ stark angeschlagen, hat bloß noch 50% der Lebenspunkte. Und unsere zwei anderen Schiffe, die tuckern irgendwo ganz weit weg herum. Ich glaube, die bewegen sich auch gar nicht. Doch, die bewegen sich sogar. Das ist schön, dann versuchen wir mal, ihn in die Richtung zu locken, in die richtige. Die Frage ist bloß, ob wir das schaffen, ohne dass er uns umbringt. Wir haben bloß noch 45% Lebenspunkte. Theoretisch müsste er gleich in Schussreichweite sein. So ein Kegel wäre ganz praktisch, der anzeigt, wie die Reichweite denn genau ist. Ich möchte gerne schießen. Warum kann ich nicht schießen? Tja, ich konnte gerade nicht schießen, warum auch immer. Kann ich jetzt vielleicht? Jetzt trifft er uns wieder volle Kanne an der Steuerbordseite. Jetzt kann ich schießen. Und ich finde es schade, dass die Gegner nicht aufgeben können. Und ich weiß ganz ehrlich auch nicht, wie man ein gegnerisches Schiff erobern kann. Aber das Schiff ist jetzt auch weg. Wir haben gewonnen. Wir können zwei Schiffe plündern. Hab neue Schiffe in Lübeck. Warum? Hatten wir noch eins in Auftrag oder hey? Auf jeden Fall ab nach Aalborg. Dann Geld haben wir keines on board. Mal schauen, wie schaut es mit den Aufgaben aus. Da haben wir bloß das aktuelle Kampagnenziel. Wir müssen aufleveln. Aber schauen wir mal, was gibt es hier noch? Zwei neue Rekruten. Wie gesagt, das hier, der Piratenschreck, ist jetzt unser Kampf. Flieger-Dings. So, hier werde ich reparieren. Alles reparieren, bitte. Aushang, Brautwerbung, gibt es nichts Interessantes. In Aalborg sind wir relativ unbeliebt. Was können wir hier eigentlich... Das war falsch. Was können wir hier eigentlich alles produzieren? Das geht auch schneller, indem man aufs I drauf drückt, habe ich gelernt. Fleisch. Fleisch ist das Interessanteste. Wow. Lübeck ist relativ reich. Ansonsten schaut es ganz gut aus mit Lübeck. Mal schauen, was gibt es hier für Aufgaben? Darlehensangebote, Fälle benötigt. Fälle könnten wir eigentlich wieder kaufen. Dafür bräuchte ich bloß meinen Konvoi. Hier Geld haben wir nicht. Hier ist wahrscheinlich genau dasselbe. Ja. So, wo ist jetzt mein Konvoi? Wo ist mein Konvoi? Hier ist mein Konvoi.
Was haben wir denn alles an Bord? Felle haben wir an Bord. Das ist schön. Ist die Aufgabe noch hier? Felle benötigt. Annehmen. Brauchen wir zwar in Lübeck nicht unbedingt irgendwas, was Ansehen steigert, aber okay. Wer es hat, der hat's. Und da ist eh gerade Mangel an Fellen, also passt das soweit. Ja, verkaufen wir alles, hätte ich gesagt. Bringt uns zwar ein bisschen weniger Geld, aber wir steigern das Ansehen. Ah, halt, stopp. Geh zurück. Wie viele Schiffe haben wir hier? Bloß eines? Wir haben bloß eine Kreier hier. Okay, dann werde ich die Kogge hier hinzufügen. Und die Kogge einmal ausbauen. Also das ist ein Kampfschiff. Und die Frage ist jetzt bloß, was wollte ich gerade machen? Achso, ausbauen. Ausbauen, nämlich zweimal. So, kann ich jetzt immer noch handeln? Ich hoffe schon. Werde ich gleich mal ausprobieren in Lübeck. Ja, natürlich kann ich noch handeln. Okay, Hanf haben wir ein bisschen gekauft, das haben wir ein bisschen gekauft. Und dann schauen wir mal darüber nach Bergen. Hier wird noch fleißig repariert. Wie viele Schiffe brauchen wir noch? Noch 3 Schiffe, 2 Kontore. Geplant war ja eigentlich... Du könntest eigentlich nach Oslo fahren. Eigentlich war geplant, in Rostock ein Kontor zu bauen, aber da sind wir ja ein bisschen unbelebt geworden. Wie schaut es eigentlich gerade aus mit dem Wohnraum? 59. Da ist übrigens noch ein Pirat aus Aalborg, den müsste ich auch mal vertreiben, wenn das irgendwann möglich wäre. Aber wir kaufen erstmal Steckerlfisch, weil wenn man Angst vor Piraten hat, dann kauft man sich eben... verschluckt. Dann kauft man sich eben Steckerlfisch. Und jetzt werden wir gleich überfallen. Darum schaue ich mal, wie weit sind die. Noch 0,3. Und theoretisch 0,0 fertig. So, dann werde ich mal hier die Piraten da oben etwas verscheuchen. Oder auch nicht, weil sie weg sind. Aber okay. So, gibt es hier einen Matrosen? Es gibt einen Matrosen. Piraterie und Geld brauchen wir nicht. Des Piraten Holgersen versenken. Könnten wir versuchen... Das Einzige, jetzt müssen wir auf die Suche gehen nach dem Holgersen. Pirat aus Aalborg, schauen wir mal. Pirat aus Aalborg. 38 Kanonen, 133 Matrosen. Huch, plötzlich ist die Musik weg. Jetzt ist die Musik wieder da. Das sind aber zwei verschiedene Arten von Schiffen. Und das sind sehr schnelle Schiffe. Das heißt, komm schon. Komm schon. Hagelgeschosse. So, damit die langsamer werden. Die Musik, die ist jetzt gerade ewig laut. Die Musik ist gerade ewig laut. So, wir sind jetzt alle recht dicht beisammen, was mich nicht so sonderlich freut. Und theoretisch... Ich weiß halt nicht, wie das am besten wäre. Die sind sehr schnell. Ich weiß gar nicht, was für ein Schiff das ist. Ich weiß bloß, dass es sehr schnell ist und sehr viel Schaden macht. So, die Kanonen sind geladen. Ah!
Okay, ich bleib doch bei meinen Kettenkugeln. Und versuch zu treffen. Und Feuer. Mal schauen, jetzt treffe ich wenig.